Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu der Vorschau zu Unlimited Wrestlings Firewall. Wenn ihr jetzt so angefixt werdet durch dieses Video, dass ihr das Ding unbedingt sehen möchtet, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, ihr fahrt einfach schön entspannt Samstagabend nach Thale und kommt zur Abendkasse, holt euch noch ein paar Tickets, alles kein Problem, wir schieben eh rein. So lange, bis das aus den Nähten knallt. Deswegen könnt ihr also live vor Ort sein, wenn ihr nach Thale kommt. Das ist in der Mitte von Deutschland, also überall gut ranzukommen. Also das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ihr könnt das Ding natürlich auch live als Pay-Per-View gucken. Genauso wie ihr es mit der WWE oder mit All Elite und so weiter auch macht. Das heißt WWE auf dem WWE Network, All Elite auf Fight und Unlimited Wrestling auf unlimitedwrestling.de/live. Da könnt ihr euch direkt den Pay-Per-View buchen und dann das Event live von zu Hause mit sehen. Also auch eine schöne Sache. Also ob ihr live dabei seid oder live dabei seid, beides funktioniert. Also gönnt euch das. So Freunde, ich gehe mal durch die Card, denn wir haben einfach mal wieder Knaller-Matches. Ich habe ja die ganze Zeit das Ganze benannt als die größte Party im Sommer. Und ja, das ist ja auch einfach so. Wir ballern hier wieder ordentlich raus. Und beginnen erstmal mit meinem Match. Martin Guerrero wird antreten gegen Crowchester. Das Ganze ist bei Ocean Bash schon passiert, aber da hat ja der gute Matt Levan die ganze Zeit eingegriffen. Und ja, daraufhin gab es dann halt die Ansage, okay, dann machen wir das nochmal. Aber dieses Mal ist Matt Levan banned from ringside. Das heißt, er darf nicht eingreifen, nicht mit am Start sein. Das heißt, wir haben Ruhe. Ich habe also Ruhe, den Kackvogel auf die Fresse zu hauen. Absolut top. Da habe ich Bock drauf. Deswegen schon mal das. Dann haben wir die Draufgänger mit ihrem Thale-Debüt. Die waren schon häufiger mal bei uns, aber wurden irgendwie komischerweise noch nie in Thale eingesetzt. Thale ist nun mal unsere Homebase. Da geht es immer ab wie Sau. Deswegen, wenn ihr schon mal live vor Ort wart, so eine Stimmung, das ist krank einfach. Deswegen, die Draufgänger haben also ihr Debüt gegen Sunshine Machine. Eins der Top-Teams auf der Welt aus Großbritannien extra für euch eingeflogen. Also Sunshine Machine gegen die Draufgänger. Ich glaube, das Ding wird einfach schon übelst abreißen. So, dann haben wir Jacob Crane gegen Anarko Montagna. Denn der gute Anarko war ja schon bei Ocean Bash mit dabei. Und einige von euch fanden den echt cool. Und deswegen haben wir gedacht, komm, dann holen wir den einfach nochmal mit dazu. Jacob Crane, auch immer eine super Bank. Ich finde den Typen auch gut. Da kann man nicht meckern, deswegen immer eine feine Sache. Dann gibt es was ganz Geiles. Und zwar gibt es für Restyville die nächste Ankündigung. Denn Restyville, unser großes Wrestling-Wochenende, das größte Wrestling-Festival, Wrestling-Wochenende in Europa, steht an. Und ja, ihr habt hoffentlich Bock drauf, denn es gibt mal wieder den nächsten Namen, den wir für dieses Event haben. Und dieser Name ist krass, Freunde. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das ist schon sehr nice. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich weiß auch, dass viele von euch richtig Bock drauf haben. Deswegen das Ding, das wird sehr, sehr schön. Da wird also dann revealed, wer der Nächste ist, der bei Wrestyville mit dabei sein wird. Dann haben wir noch Ladies Action. Und zwar haben wir Mila Smith gegen Devlin Macabre. Hier auch wieder unsere Ladies ballern ordentlich raus. Devlin ist ja gerade schon in ganz Europa unterwegs und kommt ja eigentlich aus den USA und ja, ist halt jetzt hier so ein bisschen in Europa, um sich Namen zu machen, um ein bisschen was zu lernen und so weiter. Und unsere Vertretung dann für Unlimited Mila ist natürlich am Start und ja, steht dagegen. Finde ich schon mal auch eine sehr schöne Sache. Dann haben wir Fastime Mudo gegen Mike DiVecchio. Auch richtig krass. Erstens Debüt von Mike DiVecchio bei Unlimited Wrestling. Das ist eine übelste Maschine, der Typ. Dann haben wir Fastime Mudo, der hat gesagt, okay, ich möchte zwar Unlimited Wrestling bei Wrestyville in dem Turnier vertreten, aber ich möchte mir das verdienen. Und das gegen Mike D wird super interessant. Zumal die schon mal gegeneinander angetreten sind. Und da hat Mike D gewonnen. Also das wird jetzt hier für Fastime Mudo schon eine ordentliche Herausforderung werden. Dann gibt es natürlich noch ein Unlimited Challenge Match. Hier war es so, dass wir euch aber als ja, Überraschung quasi schon gesagt haben, wer die Challenge annimmt. Und zwar von Korai die Challenge um den Titel nimmt Maggot an. Also hier auch, theoretisch kann man nicht mal sagen, dass es sein Debüt bei Unlimited Wrestling ist. Denn Maggot war schon mal bei Unlimited Wrestling. Ist zwar schon relativ lange her, das war unsere
zweite, dritte Show oder so, wo er mit am Start war. Aber da ist ja einiges passiert rund um Maggot. Auch hier macht sich aktuell in Europa einen sehr, sehr guten Namen. Und natürlich, wenn das so ist, Freunde, dann gehört er zu Unlimited. Und deswegen ist er ja auch mit am Start. Und ja, wird dann um den Challenge-Titel antreten. Dann haben wir noch ein sehr, sehr krasses Match. Und zwar, was die Auswirkungen betrifft. Wir haben Katharsis in kompletter Manier gegen Nicolas Clute alleine. Also ein Handicap-Match. Clute hat gesagt, er möchte den endlich auf die Fresse hauen. Und er setzt alles aufs Spiel. Er setzt aufs Spiel, dass er die Nummer 1 nicht mehr werden kann. Wenn er Katharsis nicht besiegt, dann darf er niemals um den Unlimited-Titel antreten und darf damit niemals die Nummer 1 sein. Und das ist ja das, was er ja immer erzählt. Also von daher, das wird ein richtig krasses Ding. Handicap-Match, super schwere Aufgabe für Clute und hochgepokert, also richtig krass. Und ja, dann haben wir noch ein Unlimited-Championship-Match. Natürlich, wir haben Erkan Sulzani auch hier mit seinem zweiten Match bei Unlimited und dann schon ein Titelmatch. Wie kann das sein? Das hat John Klinger sich selbst ausgesucht, denn John Klinger als Champion ist hier natürlich der Gegner. Und ja, die beiden haben sich bei Ocean Bash ein bisschen zu privat hier angegangen. Und ja, da hat sich ja dann noch, hat Erkan sich ja noch hier halb an der Frau von John vergriffen schon fast. Und das ist ein bisschen über die Stränge geschlagen, muss man mal so sagen. Und deswegen sagt John auch, okay, ist mir scheißegal, ich hau den auf die Schnauze. Und er setzt auch seinen Titel aufs Spiel. Von daher, okay, seine Entscheidung. Dann sollen wir das so machen. John Klinger gegen Erkan Sulzani. Wahrscheinlich One Night Only. Ja, schauen wir mal. Also es wird richtig krass. Also die ganze Show, die ganze Card ist wieder mal so überladen mit absolut kracher Matches. Deswegen heißeste Party des Sommers, ist einfach so. Also das wird wieder richtig, richtig nice. Deswegen, wie gesagt, checkt das aus, kommt entweder in Thale vorbei, seid Teil des Publikums, der Stimmung. Man kann über die Videos, über den Livestream nicht so krass mitkriegen, aufsaugen, wie sich das Publikum so verhält. Eigentlich das Interessante ist, natürlich, was im Ring passiert, aber auch das Ganze drumherum, die Zuschauer, wie die eskalieren bei uns, ist einfach so nice. Das muss man einfach miterleben. Deswegen, ja, kommt entweder vorbei an der Abendkasse oder holt euch den Pay-Per-View auf unlimitedwrestling.de/live. Das hat auch das Geile, dass wir halt einfach anbieten können, ein Pay-Per-View zu machen. Ich meine, das kriegen die meisten Promotions in Europa nicht hin, einfach ein Live-Pay-Per-View zu machen. Also von daher, ja, und das auch noch auf eigener Basis quasi, auf der eigenen Homepage und so weiter. Das ist schon eine feine Sache, deswegen nutzt das auf jeden Fall. Ja, und dann sehen wir uns entweder vor Ort oder im Livestream oder im nächsten Video, Freunde. Danke fürs Einschalten. Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Und bitte schreibt eure Meinung zu dem Event gerne in die Kommentare. Also schreibt mal rein, was ihr glaubt, was könnte passieren, wer könnte gewinnen und so weiter. Alle Spekulationen einfach mal unten rein. Und dann hören wir und sehen wir uns, Freunde. Macht nicht mehr so dolle und ciao.